unserem Server. Versammelt alle Tippen ready ein. Und das sollte jeden Moment losgehen zwischen AC Gaming und Absolute Legends. AC gerade ein bisschen auf den Sack bekommen von Navi auf Mirage. Mal schauen, was sie jetzt hier auf Inferno zeigen können. Ja, AL vor kurzem auch einen Wechsel vollzogen. Ist, glaube ich, auch das erste Spiel, was ich jetzt hier sehe mit Neuzugang Dennis, der hier Mickey Cohen heißt. Bin mir gerade, hab gerade keine Ahnung, wer Mickey Cohen ist. Müsste ich mal ergoogeln, aber mir jetzt auch egal. So, die Schweden dürfen als Terror anfangen. So, das Gute daran ist, dass es jetzt, also es gibt ein was Gutes dran, dass es jetzt eine halbe Stunde verzögert wurde. Nämlich, dass das nächste Spiel von dem her auch abhängig ist. Also da verpassen wir nichts. Nämlich danach ist sie heute mit einem vollbip gepackten Clan hier. Danach gegen Varygames. Aber zurück zur Pistol. AL hier nicht fürs Weg setzen können. In der Mitte Banane auch einen bekommen. So, der Go erfolgt auch am B-Pascha, aber gut geschoben. Boah, er ist richtig blind. Kuhn auch blind. Beide sehen jetzt das wieder aus. Die Smoke hinten am Seitengang sehr, sehr stark. Sollte auch so langsam zum Standard werden, dort wirklich Kabeltrommel zu smoken. Also die Teams, man merkt wirklich, wie die Teams dazulernen, was wichtig ist zu smoken, was wichtig ist abzuflächen und sowas. Gefällt mir auf jeden Fall die Entwicklung. Tja, und ESC scheint heute wirklich nicht gut in Form zu sein. Wie bitter wäre das wirklich, wenn man heute alle drei Spiele verliert? Und das, obwohl man eigentlich ESC schon sehr weit oben eingeordnet hat. So, Pistol geht also in die Schweden. Sogar relativ easy. Und ich glaube auch sogar, der Frag mit oben war durch die Smoke. Da lag nämlich eine. War natürlich da vielleicht auch ein bisschen Glück, aber mit dem Prefire muss man halt immer rechnen als CT. Vor allen Dingen am Anfang der Runde direkt. C stackt am B. Ah, ich muss das mal malen anmachen. Tess allein ein bisschen am Spotten. Ah, ne, ist komplett def. Bin auch sehr gespannt auf Dennis. War ja ein 1-6, ganz guter Spieler. War ja auch für kurze Zeit bei SK. Also zählt auf jeden Fall zu den Top-Schweden. Kein Unbekannter zumindest. Und hat jetzt auch seinen ersten Auftritt in CSGO. Hab ihn vorher noch nicht spielen sehen. Mal schauen, wie es läuft in Zukunft bei AL mit ihm. Sind ja ein ganz solides Team, muss man sagen. Sneal spottet da B, versucht da allein einzunehmen. Kann auf jeden Fall schon mal zwei ansagen. Dafür auch jetzt der Go am A, wobei man ihn, glaube ich, hätte sowieso gespielt. Außer es wäre jetzt wirklich frei gewesen, dann wären sie sicherlich umgedreht. Tess konnte immerhin einen machen. Also er hat vorhin auf jeden Fall gegen Navi ein ganz solides Spiel gemacht. Gutes Aiming gewesen auf jeden Fall auch. Zumindest als CT, als T waren sie alle irgendwie nicht wirklich auf der Höhe. Die MP7 da. Ne, droppt sie sogar. Ne, hat sie noch, sorry. Gehen wir
4 zu 4 B. Also ich bin da nochmal das gleiche oder sie pushen direkt. Ne. Wieder defensiv. Tess wieder da allein. Aber auch AL quasi mit dem. Ja, dürfte derselbe Aufbau sein. Sneal allein Banane. Und der Rest abwartend. RDL mit Bombe Mitte und der Rest falsche. Alarm Up-Aim. Sogar schon raus eingenommen. So, wenn sie A gehen. Oh, nette Smoke und Sneal. Ja, wirft sie nicht. Vermutlich wäre die da in den Hof geflogen. Vermute ich einfach mal. Oh, diesmal schieben sie aber B. Ob das mal nicht ein Fehler ist? Sneal vielleicht sich selbst. Gegen vielleicht auch von Kuhn ready. Oh, einer Baum geboostet. Oh, jetzt gab es vielleicht einen Hof. Oh, Dennis kann halt einen Reflex setzen und jetzt hat man gemerkt, dass da viele sind. Und Sneal noch im Hof ungesehen. Zumindest. Na doch, er sollte jetzt eigentlich gehört worden sein. Oh, Darkner angesagt. Oh, auch nette Idee von ESC. Dass Sneal dort geblieben ist, war natürlich perfekt. Dann wegzuschieben und dann trotzdem noch auf den Spot zu kommen. Weil es auch gut und gerne in die Hose hätte gehen können. Wäre vielleicht sogar besser gewesen, von ESC da wirklich zu spotten. Und auf Aiming zu gehen. Denn so schlecht sind die Pistols jetzt nicht. So, mal schauen, ob sie das Eck schon kennen. Scheinbar nicht. Oh, aber Lord setzt kein Frag. Noch Tess. Aber geht da nicht mal raus. Oh, stark. Richtig kontrolliert, richtig ja, abgeklärt auch von AL. In der Situation nicht noch irgendwie dumm vorzurennen und vielleicht noch eine Waffe zu verlieren. So, Waffen ist ein gutes Stichwort. ESC hat voll ausgerüstet jetzt. Spielen wieder ohne Awe. Haben sie jetzt CT vorhin wirklich auch gar nicht getan auf Mirage. Und AL zu viert. Mitte. Oh, schneller Mitte. Go. Oh, nette Taktik. Oh, der C war aber noch blind. Der sollte da wohl Hausmeister geschickt werden. Es geht gegen Pascha. Oh, der macht viel Schaden an Dennis. Refact direkt von dort. Und Tess direkt Refact auch noch am Start. Sehr schön gespielt wieder. Gutes Teamplay von ESC am Spot gewesen. Oh, das war vielleicht ein bisschen unnötig von Neo. Konnte aber immerhin die Info durchgeben, dass da auch beide sind. Und Lidde stirbt gegen Lord, der Action rumzieht. Starke erste Verteidigung von ESC. Aber auch nette Taktik von AL. Dort so schnell die Mitte einzunehmen, ist auf jeden Fall ungewöhnlich. Man hatte auf jeden Fall auch eine ganz gute Combo mit Smoke Mitte, dann Action geflasht und dann rennt der T einfach. Also er hat wirklich nur Fokus darauf, in den Mini-Dünner, in den Hausmeister reinzukommen. Schade, dass er da wahrscheinlich blind war, sonst wäre er nicht gegen die Wand gelaufen. Sieht auch so aus, als ob man es direkt nochmal macht. Ich bleib jetzt mal auf Pronax. Flasht es ja wirklich selbst. Ja, zack, und geht direkt Dünner rein. So wie ich es gesagt hatte. So, und dann direkt noch eine Flash hinterher. Also AL wirklich mit gutem Gas unterwegs. Es geht auch wieder gegen Pascha. Boah, da ist schon einer vorn. Boah, er hatte noch auf die Flash vom Mate gewartet. Boah, krass, wie schnell AL spielt. Die Smoke auch super da zum großen Sand. Boah, aber Lord räumt auf. Zwei Frags und Kuben an der Action da. Also krasse Verteidigung von AL. Von AL, sage ich, von ESC. Trotzdem gefällt mir AL, dass sie. Also so ein schnelles Terrorspiel habe ich wirklich noch nie gesehen. Also in CSGO jetzt. Aber ESC hat auf jeden Fall ein bisschen Glück gehabt, dass Pascha da noch einen mitnimmt. Obwohl da schon ein T vorne ist. Also wenn er da nichts mehr macht, dann sieht der Spot natürlich auch ein bisschen anders aus. Spielt's echt nochmal.
Aber ich sehe, ist da relativ ganz gut drauf eingestellt. Ist der Action Lord. Oh, dann nochmal abgesmoked. Man doppelt jetzt auch sogar Hess. Also man hat da, reagiert da schon ganz gut drauf. Dass da Pascha 2 mehr überrannt wurde. Hat sich dann wahrscheinlich auch die Hilfe angefordert von Tess. Dass er dort nicht mehr alleine steht. So, der Bau gefallen. Dort Action gestorben. Tess auf Spot geschoben. Pascha über Hess. Muss der jetzt was machen? Sein Mate steht auf Spot. Mann, er stirbt, mein Geschmack, viel zu spät. Beide großen Sandkasten. Neo hatte mir heute wirklich. Also, Neo heute wirklich. Ziemlich weak, muss man mal sagen. Boah! Dafür Lord umso. Kuben umso stärker. Neo vorhin auch auf Mirage überhaupt keine Akzente gesehen. Boah, krass. Starke Runde dann noch gerettet von Kuben. Neo enttäuscht wirklich ein bisschen. Auch wenn das ein Satz ist, der nicht leicht über die Lippen kommt. Ist hier auf jeden Fall ganz gut aufgeholt jetzt. 3 Runden in Folge. Weil ich muss jetzt auch das erste Mal sparen. Hier wird hier sehr wahrscheinlich in Führung gehen. Heißt aber noch nichts. Vorhin haben sie auch sich wieder die Führung erkämpft. Und dann ging es einfach kontinuierlich ab irgendeinem Punkt bergab. Aber vielleicht liegt ihnen einfach Mirage nicht. Die Glocks machen aber sehr viel Schaden dort. Boah, das Gelegge nervt so hart. Ungefähr genauso hart wie Pascha da gerade gedrückt hat. So, die Bombe ist down. Oder hat die. Der Pronax hat sie nicht. Pronax hat er gegen eine Waffe. Ach, schade. Ist sie sehr gut abgewartet. Ach, die Bombe ist Hess, okay. Also von daher super gespielt da von den Polen. Einfach AL, überhaupt keine Frags schenken. Was macht Kuben denn da? Ah, ich wollte gerade sagen, ist der abgekackt? Sah auf jeden Fall so aus, als ob er abgekackt wäre, aber vielleicht einfach nur kurz Eier schaukeln oder so. Epsilon gewinnt echt. Und das, obwohl sie gestern solche Schwierigkeiten gegen Druckwelle hatten. Heftig. So, ist sie baut um. Extrem Akro-Banane. Boah. Gutes Flash ist davon. Jetzt kann Neo mal glänzen. Gute Flash von AL, wollte ich noch zu Ende sagen. Boah, wird weggesprengt. Spot. Ah, auch was gefallen. Pascha gut verschoben. Hält er den B noch frei. Spielt da das 2-2 raus. Und Neo immerhin. Ne, hat schon 3 Frags. Ich wollte gerade sagen. Also die sind mir aber gar nicht aufgefallen. Der ist allein am A. Oh, mit Timing. Oh, starke Headshot von Lidde. Und jetzt Neo. Pascha. Mann, was ist denn heute los? Nur am Versprechen. Boah, gute Boot. Na, oh, wobei. Doch. Also da wird der nicht mehr viel machen können. Beide im großen Sand, selbst wenn Lidde instant Headshot kriegt, wird Pascha nie im Leben damit rechnen, dass der zweite auch noch Sand ist, wenn Sneal sich nicht direkt verrät. Von daher doch ganz gut runtergespielt und Pascha versucht es aber eh nicht. Safe da die Waffe. Neo könnte so kaufen. Pascha könnte eine legen, vielleicht an Tess, nee, an Lord. Die beiden anderen dürften aber nicht kaufen können. Das müsste eigentlich eine Eco werden. Schauen wir mal. Ja. Also wenn sie hier kaufen, dann wäre es schon sehr krass. Was? Sie kaufen echt? Das überrascht mich. Wobei ich es nicht so schlecht
finde. Also es ist auch nicht in Go dadurch, dass man wirklich mehrere Waffen ganz gut spielen kann. Kann man als CT auch ruhig mal sowas dann machen. Und vielleicht mit nicht so guten Waffen agieren. Weil man sagen muss, alle haben hier irgendwie Farmers. Kuben der einzige mit P250. Von daher ist es eigentlich ganz okay. Und man spielt wieder den Move, bitte. Geht direkt wieder auf Hess. Boah, aber Tess, Pascha doppeln da halt wieder. Das hätte AL eigentlich wissen müssen. Oder ich weiß nicht, die haben sie halt vorhin schon mal gespielt, haben da vorhin schon von beiden auf den Sack bekommen. Hätten also bemerken müssen, dass sie Hess wirklich verstärkt decken. Und das jetzt nochmal so schnell anzugehen. Was krass gewesen wäre, wenn sie einfach Action dann schnell durchfahren. Das wäre wirklich eine Bombenansage geworden. Schade, dass sie es dann mit der Brechstange weiterhin versuchen. Sollten vielleicht mal eine langsame Runde einstreuen. So, Frage nach Streamlags. Ich hoffe nicht. Ansonsten, wie gesagt, immer einfach reporten, reporten, reporten. Ich habe auch übrigens nachgefragt bei Twitch, aber leider noch keine Antwort erhalten. Irgendwie antworten die mir da nie oder ein bisschen spät. Keine Ahnung, was da los ist. Die mögen mich wahrscheinlich nicht. So, jetzt kann sich Neo mal ein paar Eco-Frags abstauben. Ah, kriegt doch zwei den dritten. Oh, nein. Oh, sauber. Und auch gut fürs Geld. 4K von Neo, den einen anderen hat sich Kuben geschnappt. Und Neo damit vom Scoreboard-Boden jetzt schon in die Mitte geschossen. So, jetzt würde es mich schon sehr überraschen, wenn man das nochmal macht. Nee. Also Gegenflächen. Jetzt geht's Banane mal relativ zügig rein. ESC aber da mit dem Dreier-Push. Boah, starker Read von ESC. Wirklich sehr gute Ansage. Dort jetzt zu blocken. Also wissen wir auch genau, dass AL wahrscheinlich nicht nur mal den Cross-Go spielen wird, diesen schnellen Mitte-Einnahme. Und dann einfach auf Banane spekulieren. Weltklasse, wirklich. Oder haben wahrscheinlich sogar damit gerechnet, dass AL ein bisschen defensiver aufbaut, was Langsames spielt. Jetzt kriegen sie wieder nicht den Frag. Jetzt allerdings Refrag. Lord arbeitet dann noch mit der Smoke im Rücken. So, beide machen auch die Frags. Wieder war die Bombe Hellstone. Also man kriegt die Frags da wirklich nicht. Den einen Refrag jetzt mal außer Acht gelassen. Sie sollten viel mehr über Action machen, vor allen Dingen auch über Haus. Also Lord ist da immer an der Action. Immer an der Laube. Haus ist wirklich nicht gedeckt. Wenn, dann zielt nur Taz vom kleinen Sandkasten da so ein bisschen rein. Und wenn da mal eine gute Flash-Kombi kommt, dann können sie Sand einnehmen und dann, ja, was will ESC da großartig noch vom Hess machen? Da fangen sie einfach nur Gesicht, so wie vorhin bei dem versuchten Retake. Oh, die Brand. Hält der Neo. Oh, die Glocks aber auch so stark. Pascha wieder gut geschoben. Ein Spray. Oh. Ach, richtig gute Eco, richtig gute Glock-Eco von AL. Drei Mann gemacht. Trotzdem hat ESC sehr viel Geld. Aber taktisch gefallen sie mir wirklich gerade überhaupt nicht. Also so gut ich das vorhin fand, diese schnell einnehmen. Also kreativlos sind sie jetzt irgendwie. Schnelle. Wir pushen die falsche. Boah, ich bin jetzt 1-4. Boah, wie weit Lord da schon durch ist. Boah, richtig krass. Vor allem der T weiß das nicht. Der weiß das nicht. Little ist das. Nee. Dreht sich jetzt um. Boah, krasses Timing von ihm.
So, jetzt auch. Oh, schöne Abfuck-Posi. Und Kuben, ja. Der Rest Banane versammelt. ESC hat er schon falsche Mitte komplett ausschließen können. Schöner Molly, der das Ganze gut delayed. Läuft da auch ein bisschen rein ins Feuer. Keine Ahnung, was er da gemacht hat. Mitte und ein paar Frags gemacht. Dann gestorben und Lord jetzt noch in der Laube, so wie immer. Boah, starke Flash. Bronax zu früh rumgezogen. Dennis hat ihm da wahrscheinlich entweder zu spät angesagt oder Bronax zu gierig. Und ESCs Deckung hält weiterhin wirklich standhaft. Also haben wir wirklich null Probleme. Ich bin gute Moves. Vorhin der Banane pusht zu dritt. Jetzt mal falsche Mitte schnell. Vor allen Dingen auch die Flash super wichtig. In die falsche Mitte, dass Lord da wirklich am Hausmeister der Döner diesen kleinen Bereich da durchspringen kann. Wirklich unbemerkt. Also sie fahren hier wirklich eine sehr gute, sehr guten Mix aus Defensiv und Offensiv. So. Also AL hat wahrscheinlich wirklich noch nicht so viel in petto hier an Taktiken. Sind jetzt gezwungen gewesen, das nochmal zu spielen. Wissen jetzt, dass wieder defensiv gedeckt wurde. Und jetzt würde mir mal wirklich was über Haus Action. Würde ich mir was über Haus und Action wünschen. Boah, das stirbt aber schon. Refract-Versuch ist da. Sitzt jetzt auch. Und jetzt der Instant Go. Boah, Tess unten am Spot. Großes Hand sogar reingegangen von Tess. Super gemacht von ihm, ist aber noch blind. T ist rausgesprungen. Tess müsste sterben. Stirbt da leider nicht. Das wäre so wichtig gewesen. Ist mir auch keine Chance mehr. Also wenn Tess da wirklich stirbt, dann sieht die Runde gar nicht so schlecht aus. Aber da der Sandkastenspieler Tess war das... Hat er wirklich gut verschoben in Sandkasten. Wusste genau, wenn da keiner ist, ist es vorbei. Also das, was taktisch ESC hier wirklich hervorragend macht, fehlt bei RL. Bisschen ratlos, muss man einfach sagen. So, einfach nochmal. Och. Also. Das ist auch gut von Lord, also. ESC hat es natürlich auch kapiert, was Bronax da die ganze Zeit macht. Und da das auszunutzen und da irgendwie ein kleines Anti zu entwickeln, ist natürlich nicht schwer. Oh, schade, da wollte Pascha wieder was riskieren, kann man ihm nicht verübeln. Bitte gesmoked, dann zur Bank schleichen. So, wieder der Versuch zum B zu gehen. Schöne Smoke von Neo. Hält das Ganze noch ein bisschen auf. Kuben ist auch noch am Spot. Der Go sollte durch die Smoke kommen. Da gab es irgendwie eine komische Flash. Neo war aber nicht blind. Kann zwei setzen. Kuben noch auf Spot. Keine Chance. Little letzter. Wird von CD-Base eigentlich auch schon angehittet. Ja. Also sehr, sehr, sehr starke Halbzeit für ein EST. Und man muss wirklich nochmal... Ja, man muss nochmal sagen, EST hatte die Pistol verloren. Es stand 3-0 AL... Und ich glaube, dann hat ESC 6-7 Runden in Folge gemacht. Dann AL noch eine und dann der Rest ESC. Also wirklich sehr starke Halbzeit. Jetzt bin ich gespannt, wie gut AL schon als City ist. Weil da brauchen wir natürlich nicht so viel, nicht so viele Taktiken, aber Aufstellung ist natürlich wichtig, Absprache ist wichtig, vor allen Dingen an dem Spot, wo Dennis spielt. Ist vielleicht die Absprache noch nicht perfekt, sind die Moves noch nicht einstudiert oder noch nicht ausreichend vorhanden, irgendwelche Kombis. Ergebnisse aus der EMS1 Epsilon hatte gewonnen gegen Imaginary, Virtus Pro gewonnen gegen Russian hier Russian Roulette, glaube ich, in der Star Ladder. Wir haben jetzt nicht live.
Nach dem Spiel wartet schon der nächste Gegner auf ESC, namentlich Very Games. Arsene hat echt nur Top-Spieler zu sagen. Schon krass. Und um 21 Uhr dann noch ein Spiel mit deutscher Beteiligung, nämlich Maus gegen Virtus Pro. Maus gegen Kürs ja leider verschoben wurden. So, Restarts kommen. So, wenig Equipment bei SC. Haben sie Weste? Ja. Viermann Weste, Kuben, der einzige mit Grants. Oh, denk der Hedge gegen Sneal. Aber ich... Oh, ein Lord mit... Ach ne, sorry. Was ich aber nicht verstehe, ist, warum Sneal da umzieht. Ich habe jetzt leider nicht auf seinen Spawn geguckt. Aber das ist halt... War schon in 1.6 fahrlässig, damit rumzuziehen. Da gab es ja auch gern mal so ein... so eine Tacker-Runde. So, die Info jetzt auch bei ESC, dass Heil da offensiv ist. Kinderzimmer und Hausmeister haben damit jetzt auch richtig viel Schaden gefangen. Somit ganz gut gedreht, die Runde. So, am Spot Lidl, Pronax im Haus. Boah, keine Teamflash, what the fuck. Braucht natürlich jetzt richtig Zeit, konnte der Lidl lange nicht helfen und das ist echt entscheidend. Boah, das ist bitter, dass das wahrscheinlich die Runde kostet. Ich weiß nicht, wer die Flash gegeben hat. Aber die war auf jeden Fall so schlecht. Also nicht nur das Haus nichts war, aber dadurch, dass Pronax blind war, konnte halt sein Mate-Spot nicht helfen. Der natürlich selbst keinen Frag gemacht hat, aber ja, wenn der Support auch fehlt von hinten, Pronax hätte da ja einfach nur EC in den Rücken schießen müssen. Also auch Terror Pistol hier von EC gewonnen. Pumpe gesehen bei in einem. Nein, doch nicht. Bison, Galil, Neo mit AK. Pascha da am Asmo gestanden. B wäre frei. Alles steht aber noch Def auf Spot. Machen sie gut, geben jetzt ESC nicht unnötig direkt die Info, dass am A gestackt wurde. Grobe Hass auch schön. Da wird der Spieler auf Spot auch nicht viel machen können. Oh, doch, ein Headshot. Wenn jetzt Bibo schon da wäre. Oh, also Bibo viel zu spät rumgezogen, finde ich. Hätte viel eher den Reflex setzen können. Dennis macht da auch keinen mehr. Also nur eine Waffe verloren, zwar wieder ein bisschen Damage, aber ansonsten ist da nichts angebrannt. 13-4. Jetzt sehen wir hier unbedingt noch die Franzosen snacken anscheinend. Dort wird übrigens... Oh nein. Ah, Moment. Ah, schade, wird auch Inferno gespielt. Hätte mir Stealth fast sogar auf Cash gewünscht. Zwei am B und Action, Sand und so wird schon offensiv gegangen, ist aber jetzt fast schon egal, da B gleich eingenommen ist. Why? Werden weggeflasht und hinten ist dicht gemacht. ESC also eigentlich gerade komplett eingekesselt, leider halt nur einer hinten an der Ruine. Ah, wenn er ein bisschen eher da ist, jetzt rennt sie auch nochmal rein, anstatt auf seine Mates zu warten. Auch wenn es nur in Anführungsstrichen Eco ist, kann man das natürlich trotzdem viel, viel kontrollierter runterspielen. Mit viel mehr Teamplay. Tja, und ob Dennis da jetzt noch einen Frag in der Banane bekommt, wage ich zu bezweifeln.
ist sie auch noch mit fast 100 HE, HP. Keine Chance. 14-4. Und das wirklich, obwohl man vorhin die CT-Pistole verloren hat. Dann noch ein 11-4 ist wirklich sehr stark. Zumal aber L wirklich, also haben einfach nicht gut gespielt, muss man sagen. Haben jetzt hier aber. Ne, Handwaffen ist ja auch schon die dritte Runde gewesen. Zögerte B-Einnahme. Nades ging so gut wie ins Leere. Die Nade aber auch. Und die Nade auch ins Leere. Also so gut wie alle Nades gerade. Banane. 4 Nades geworfen wurden. Ging alle ins Leere. Schönes Smoke, schönes Doppel am Haus. Pronax den Dönerspringer geholt. Hat auch die Bombe auf jeden Fall vorher gesehen. So, schiebt Fuchs. Ne, das sind nur Fenster. Gehen auf Contact bitte hoch. Einfach über Kreuz. Not im Haus. Also gibt einen ganz klassischen Split. Oder? Ne, man schiebt weg. Also gute Entscheidung, gute Ansage, wobei am B steht man nochmal nach Def. Ah, vor allen Dingen zu zweit. Er hat doch 4 Flashes noch. Wenn die sitzen, dann muss Kuben jetzt wirklich. Kuben den Frag macht, sieht's ganz gut aus. So, dadurch, dass man jetzt ein Dot Health sieht. Ah, er stirbt leider. Und jetzt die Flashes am B. Oh, man lässt da wirklich eine Ruine laufen, oder was? Das darf ich sie eigentlich nicht machen. War es auch nicht. Gut dann noch gehandelt am Ende. Es ist eigentlich immer. Ist eigentlich immer klar, wenn einer nur has ist und sonst nichts passiert in der Action und im Haus, dann kann man eigentlich wirklich davon ausgehen, dass es ein B-Go wird. Halt so ein Mini-B-Split quasi mit dem einen da. Wieder First Track gefallen. Boah. Alter, aber Haus auseinandergenommen. Das Doppel ging man gar nicht auf. Aber große Sand steht noch Sneal. Oh, mit dem rechnen sie nicht. Sind halt schon 2 Haus gestorben. Oh, was? Boah, schade, im dritten hätte ich ihn auch noch gegönnt. Aber krasse Shots von Sneal. Boah, das Spot kriegt auch schon die Headshots. 1 gegen 1, Neo gegen RDL. Beide mit 100. Vermute den Action. Boah, was? Das war ein richtig guter Shot von Neo. Da muss ich ihn auch gerade selbst mal angucken. Ich glaube, da war er selbst überrascht über seine eigenen Reaktionen. Über seine eigenen Skills. Boah, aber ich wollte gerade. Also, man hat ihn ja nicht gesehen durchs X-Ray. Hatte mir schon gedacht, dass Lidl da vorpusht. Hat eigentlich was gut gemacht, hätte vielleicht weiter hinten an der Wand rumgehen sollen. Aber trotzdem, der Schuss von Neo einfach Monster. So kennt man ihn. Trotzdem hat er heute teilweise ein paar Szenen gehabt, die mir nicht gefallen haben. Aber er ist halt so Weltklasse, dass er dann noch andere Szenen im Match präsentiert, die dann einfach wirklich unnormal sind. Wieder geht die Runde relativ schnell los mit Frag Refrag. Neo diesmal allein im Has. Beziehungsweise in Mitte. Bebo kommt. Oh, es ist nicht gut, dass er eine Ruine kann. Zumal der da auch alleine steht. Oh, schön durchgegast. Oh. Neo stirbt auch 2 und 2. CDs brauchen lange, brauchen richtig lange. Jetzt könnte das GG jetzt machen. Ach, Kuben Headshot Base. Nur noch Pronax, der ist jetzt auch bekannt. Mit der Flash. Sich natürlich auch
Braten, schöne Smoke. Boah, er hat doch kein Kit, also das kann er nicht machen. Das muss das Good Game sein. Oh, Timing Flash, 14 HP. Nee, Bombe tickt viel zu schnell. Kuchen holt noch super Zeit raus mit seinen Strafes. Schön abgefuckt am Ende. Und GG ESC gewinnt 16 zu 5. Eine wunderbare Bilderbuchzerstörung. Wirklich hervorragend gespielt hat CT und jetzt ST einfach das Spiel runtergespielt. Klasse gemacht von den Polen. Lässt hoffen auf das nächste Match gegen Very Games. Ich hoffe, da setzen sie nochmal eine Schippe drauf. Ich hoffe, das wird so spannend, wie es das Matchup vielleicht vermuten lässt. Vielleicht klärt sich jetzt endlich mal, wer wirklich die Nummer 2 oder die vermeintliche Nummer 2 der Welt ist.